Hallo draußen, willkommen zu einer neuen Folge Sky PvP auf Sky Potion. Ja, wo denn sonst, ne? Wo sind denn sonst Leute auf der Map, geschweige genug User online? Oder wo ist die Map schön genug, klein genug, um zu kämpfen und nicht so riesig mit gefühlt einem Durchmesser von 500 Blöcken in der Mitte? Richtig, das ist Sky Potion. Und ja, jedenfalls möchte ich mal wieder drüber reden. I'm sorry, Leute, dass jetzt nach 2 Wochen nichts kam, beziehungsweise jetzt erst wieder kommt. Es hat wieder halt verschiedene Gründe. Schule, es ist Real Life, Freundin, es sind alles Zeit weg. Vor allem dann noch, wenn die Motivation fehlt, ist es halt echt kacke. Ich möchte jetzt echt wieder durchziehen, das habe ich schon so oft gesagt, aber jetzt hoffentlich wirklich. Ansonsten, keine Ahnung, könnt ihr gerne fragen, was wieder los ist in den Kommentaren. Ihr könnt mich gerne motivieren. Keine Ahnung, lasst ein Like da oder so, oder schreibt immer so in die Kommentare. Sowas motiviert halt immer krass, das ist mega nice. Dieser Lag gerade ist real. Und naja, wie gesagt, die Sky-PvP-Szene fuckt mich immer noch total ab. Aber was will man ändern? Sky Potion ist aktuell halt, finde ich, der einzige Server, wo man halbwegs gut spielen kann. Und sie haben die 64er Stack-Rüstungen weggemacht, was ich sehr, sehr gut finde. Jetzt kann man nur noch bis maximal 6 Rüstungen stacken. Ist meiner Meinung nach immer noch zu viel, aber es ist besser als die 64 gesteckte Rüstungen zu tragen oder noch im Inf zu haben. Finde ich nämlich, macht den Spielspaß viel besser und es ist angenehmer zu kämpfen. Die Kämpfe ziehen sich nicht mehr in die Länge so wie sonst was und ey, ohne Witz, Leute, kaum umgezogen, kaum Minecraft gespielt, wieder richtig schlecht geworden. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass ich jetzt wieder aufnehme. Eigentlich soll schon vor 4 Tagen ein Video kommen, habe ich dann auch wieder verplant. Dann wollte ich gestern was aufnehmen, keine User, beziehungsweise keine Leute auf der Map gewesen. Lasst hier so zu Stoßzeiten. Und was will man machen? Aber jetzt habe ich auch Ferien, jetzt kann ich öfters aufnehmen, jetzt kann ich öfters streamen. Ich bin nur übers Wochenende bei meinem Vater. Dementsprechend mal gucken, ob ich da was vorproduziere. 1, 2 Videos vielleicht. Und es ist jetzt auch noch Ostern, dementsprechend habt schöne Ostern, Leute, falls ihr Ostern feiert. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in sehr naher Zeit auf jeden Fall wieder. Und ich habe auch große Ankündigungen im Gepäck und habe viel in der nächsten Zeit vor. Die Frage ist, setze ich das wirklich alles um? Ein Projekt, das setze ich wirklich um, da könnt ihr drauf gespannt sein. Ihr könnt vielleicht auch mal raten, was es ist. Und wenn ihr da Ideen habt, es geht um Richtung Sky PvP. Nein, nicht ein Server, sondern eher so ein Projekt. Jetzt habe ich es zum kleinen Teil schon mal verraten. Wenn ihr Ideen habt oder Interesse habt mitzumachen oder mich unterstützen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann, ja, kann vielleicht mehr raus werden. Ehrenmann, ey, ich liebe mich einfach. Lol. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wieso ich so eine schlechte Range habe. Gibt es irgendwie neue Kampftechniken in letzter Zeit? Ich weiß es nicht. Ich bin ja in der Szene aktuell nicht wirklich drinne. Beziehungsweise die Szene ist ja nicht mehr so aktiv aktuell. Und trendet auch nicht mehr so viel. Aha, RW-Tab, glaube ich, ja. Das war ja klar. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es da was Neues gibt, außer ständige Jitterklicken und Autoklickern. Ach ja, Invis. Man kennt ihn, Leute, man kennt ihn. Und nein, Leute, ich habe immer noch nicht gehackt. Ich werde auch niemals hacken. Einfach unnötig. Ich kenne meine Meinung. Jedenfalls habe ich dann jetzt noch 1, 2 Themen am Start. Die werde ich aber noch in anderen Videos ansprechen. Dann habe ich nämlich Videos auf Lager. Das ist eine gute Idee, Leute. Jedenfalls wisst ihr jetzt Bescheid, was wieder abgeht. Und jedenfalls startet ein Riesenprojekt in der Zukunft. Vielleicht clickbait ich mit meinem eigenen Server. Also so gesehen kann man schon Server sagen, ja. Aber es wird nicht so was wie Froschghetto. Und mal gucken, wie ich es Titel nenne. Jedenfalls wird es ein Riesenprojekt. Ich würde mal sagen, kämpfen wir noch ein bisschen. Melde ich mich gleich auf jeden Fall nochmal. Und viel Spaß beim Zuschauen. Und yes!
Ja, Leute, ich langsam echt nicht mehr. Da kann ich kein GG sagen. Der Spielspaß ist aktuell leider echt weg. Es nervt nur noch mit diesem OP-Stuff, Stärke 2, Speed 2. Das ist total unausgeglichen, gerade hier auf Sky Potion leider. Ist meiner Meinung nach zu sehr pay to win. Jedenfalls möchte ich nochmal darauf hinweisen, Rot hat einfach auf Sky PvP-Map nichts zu suchen. Ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr das ja anders. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst ein Like da. War vielleicht jetzt nicht so eine spannende Folge, aber ich möchte euch auf dem neuesten Stand halten. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Schöne Ostern und Peace out. Euer Luke und ciao.